Hallo meine Freunde, willkommen in Caracas. Wir kennen die Stadt, wir kennen Venezuela aus meinem aktuellen Let's Play. Schaut da doch bitte rein. Heute wollen wir nicht weiterspielen, sondern wir widmen uns in einer Sonderausgabe den Änderungen im neuen Patch 1.1, auf den wir sehr, sehr lange gewartet haben. Und wir beginnen direkt mit dem wichtigsten Aspekt, der uns erwartet. Der neue Volkswirtschaftsbildschirm. Hier haben wir statt der alten Crafting-Bildschirm jetzt eine neue, sehr übersichtliche Form, wie wir unsere Wirtschaft managen können. Wir finden relativ schnell sämtliche Gebäude. Wir haben eine Suchfunktion. Wir können auch entsprechend nach Kategorien suchen. Wir können relativ einfach die entsprechenden Gebäude mit den entsprechenden Waren ausstarten. Das war ein Riesen-Update. Ich freue mich insbesondere, da wir hier oben jetzt auch eine klare Übersicht über die entsprechenden Ressourcen haben, die aus den entsprechenden Gebäuden stammen. Ein Riesensprung für das Spiel, würde ich sagen. Sehr viel Zugänglichkeit. Ihr erinnert euch, wie sehr ich mich im Let's Play bis Folge 44 gequält habe. Jetzt wird alles besser. Das ist die große Hoffnung. Zusätzlich haben wir noch Vorratspräferenzen. Da können wir direkt einstellen, wie die Bergwerke alle ausgestattet werden sollen, wenn es verfügbar ist. Eine Automatisierung. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, sie funktioniert so, wie wir es uns vorstellen. Und ich denke, das wird das Spiel für viele vereinfachen. Kommen wir zum nächsten Teil, der es in den Patch geschafft hat. Wir haben eine Menge neuer Annehmlichkeiten, mit der wir unsere Städte hier ausstatten können. Unter anderem Amboss, Energiezellen und noch mehr. Schaut einfach rein, es sind angeblich über ein Dutzend. Ein paar wurden angekündigt, nicht alle. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Hier dürfte es jetzt so sein, ich habe sie sicherlich nicht erforscht. Zum Beispiel Werbedrohnen, die sind neu. Scheint vor allen Dingen fürs Endgame zu sein. Stühle, Möbel hätten wir in der Vergangenheit mit Weben erforschen können. Ihr seht, hier bekommen wir nochmal die Möglichkeit, unsere Städte auszubauen, anzupassen und noch mehr. Und ich denke, das wird allen auch weiterhelfen. Die nächste Änderung beschäftigt sich vor allen Dingen mit den Einheiten. Wir haben jetzt die Möglichkeit bekommen, Einheiten direkt aufzuwerten und auch neu zu formieren. Und in die Reserve zurückzuschicken, das ist natürlich hier zum Beispiel für unsere Patrouille mit den beiden Segelschiffen super spannend. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, unsere Einheiten aufzuwerten, zeitgemäß auszugestalten. Und da sehe ich tatsächlich Riesenpotenzial, eine der größten Schwächen ausgemerzt. Auf der anderen Seite, es war natürlich auch spannend, mit den alten Einheiten zu arbeiten. Aber ich denke, das Spiel geht hier den richtigen Weg. Ein weiterer Aspekt, der neu ins Spiel gekommen ist, betrifft die Vorbilder. Hier ist es so, dass wir jetzt unsere Ratgeber, wo haben wir sie? Hier unsere Berater. Wir haben erstmal den Sovereign Advisor, das sind wir selbst. Und unsere Berater sollen nun in der Lage sein, uns Tipps zu geben, wie wir uns verbessern können. Das soll im Laufe der Zeit noch besser werden. Aktuell sind das rudimentäre Tipps. Als erfahrene Spieler sind wir da weiter. Aber auch hier ein großer Fortschritt in Bereichen der Übersichtlichkeit der Benutzeroberfläche. Vielen lieben Dank dafür. Das hilft uns allen weiter. So, für die nächste Neuerung müssen wir ins Startmenü. Und zwar neu verfügbar. Die Nation Kanada, John A. MacDonald. Wir können eine neue Nation spielen. Hier gilt aber, habt ihr das Spiel im Game Pass, müsst ihr die Erweiterung in eurem Xbox-Menü von Hand aktivieren, installieren. Dann könnt ihr John A. MacDonald entsprechend kostenlos spielen. Wo er das genau macht, ich zeig's euch in einem Short. John A. MacDonald. Neuer Charakter im Spiel, neue Nation im Spiel. Ich bin gespannt, was uns in Kanada erwartet. Und die letzte Änderung, die das direkte Gameplay betrifft,
Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, eine erdähnliche Karte zu spielen, mehrere Kontinente, viele Ressourcen und letztendlich an unserem Planeten orientiert. Wie das Ganze genau aussieht, wir werden es sehen. Ich habe selbst noch keine Karte gestartet, aber für mich klingt das super spannend. Wir schauen da auf jeden Fall rein. Ihr findet das unter Vorlagenkarten. Und zu guter Letzt können wir natürlich auch, wenn wir das Patchlog anschauen, sehen ziemlich viele UI-Verbesserungen, viel Übersichtlichkeit. Die KI soll verbessert worden sein, insbesondere wenn es um den Ausbau der Städte geht. Wir sind gespannt. Ara lebt auf jeden Fall noch. Ich hatte riesen Spaß bisher, auch wenn manche Dinge noch deutlich geknirscht haben. Ich hoffe, vieles hat sich jetzt verbessert. Schreibt mir in die Kommentare, wie es bei euch war. Hat sich auch einiges verbessert? Wie steht ihr zu Ara? Gebt ihr dem Spiel jetzt noch einmal eine Chance, wo Patch 1.1 da ist? Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und ich freue mich auch auf ein neues Let's Play-Projekt mit dem neuen Patch mit Kanada. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder auf meinem Kanal. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann.